Für alle Salzburgerinnen und Salzburger, die etwas Sportliches im Winter erleben wollen, haben wir den Turnskiwinter ins Leben gerufen. Anfänger sowie fortgeschrittene Turnskigeher können dort jede Menge lernen und auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Spät aber doch präsentieren sich Österreichs Berge im schönsten Winterkleid und das zur Freude der vielen Skifahrer und Turnskigeher, die ihren Sport nun unter besten Voraussetzungen ausüben können. Dieser Umstand kommt auch dem Salzburger Turnskiwinter zugute, der in zweiter Auflage mit seiner Auftaktveranstaltung, organisiert von der Salzburg AG, den Salzburger Nachrichten und La Sportiva Mountain Attack Team beginnen kann. Der Skitourensport ist momentan sehr, sehr im Trend und die Salzburg AG ist ein sehr modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen und es passt einfach sehr gut zu uns. Das Zweite ist, dass die letztes Jahr ja gestartet haben mit dem Salzburger Tourenskiwinter und das ein sehr, sehr großer Erfolg war. Und wir auch heute begeistert sind, dass beim Kick-Off des Salzburger Tourenskiwinters sich wieder so viele eingefunden haben und bei uns mitgehen. Station Nummer 1 der diesjährigen Saison ist der Hahnbaum im Ortszentrum von St. Johann im Pongau. Ein Wintersport-Naherholungsgebiet mit speziell präparierten Routen für Tourenskigeher. Wir haben hier zwei markierte Aufstiegsrouten abseits vom Skifahrerverkehr. Die Abfahrten sind präpariert. Wir wollen hier wirklich den Tourengeher binden, hier am Hahnbaum, hier ist alles möglich. Und den Tourengeher abseits vom großen Skigebiet die Möglichkeit geben, seinen Sport zu frönen. In diesen Genuss kommen auch die Teilnehmer des Salzburger Tourenskiwinters und die Motivation ist groß, denn die Bedingungen zum Tourenskigehen sind perfekt und das Ziel ist die ca. 500 Meter höher gelegene Vogerhütte. Gemeinsames Aufwärmen ist angesagt und dann geht's auch schon los. Natürlich in Begleitung der Profis des La Sportiva Mountain Attack Teams und der Bergrettung St. Johann im Pongau. Das Tempo wird an die Teilnehmer angepasst, sodass jeder ohne größere Anstrengung die Tour absolvieren kann. Es ist heuer meine erste Tour. Voriges Jahr bin ich krankheitsbedingt auch nur zweimal gegangen. Also ich kann es jedem empfehlen, auch Anfängern empfehlen, also da mitzugehen, weil es ist wirklich ganz was Tolles und man ist nicht allein und man wird gut betreut und es kümmert sich jeder um einen und gibt ihnen viele Tricks. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, bei dieser Veranstaltung mitzumachen. Und dort, wo Profis anwesend sind, da erfährt man Interessantes. Leute, was mitgehen, die fragen uns oft, was wir für ein Material verwenden, weil wir doch im Rennsport unterwegs sind, was wir für eine Schuhe verwenden, was wir für eine Bindungen verwenden und auch von den Fellen her. Weil da gibt es dann schon auch rein vom Gewicht her schon große Unterschiede zu einem normalen, sag ich mal, Alltagsski im Vergleich zu einem Wettkampfski. Der Salzburger Tourenskiwinter 2016, die ideale Möglichkeit für Anfänger mit diesem Sport unkompliziert zu beginnen und für Fortgeschrittene mehr über Sicherheit und Technik zu lernen und mit Gleichgesinnten zu trainieren. Alle Infos dazu erfahren Sie unter www.salzburger-tourenskiwinter.at.